Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück in unserem Let's Play in Spanien. Und nach der großen Überschau in der letzten Folge geht es wieder konkret weiter mit unserer spanischen Politik. Und ich hatte ja so ein bisschen geheimnisvoll angedeutet, dass ich eine Sache einführen will, die dem Let's Play vielleicht noch einen kleinen anderen Dreh oder neuen Dreh oder auch neuen Schwung geben wird. Denn es ist ja so, die, ich sag mal, natürlichen Herausforderungen, die wir als Spanien zu meistern hatten, die sind gemeistert. Wir haben uns erstmal konsolidiert als Nation. Wir haben den Wettkampf, den Wettlauf um die Kolonien in Amerika gewonnen, sind dort absolut dominant. Wir haben uns auch in Asien recht gut etabliert, sind dort ja von den europäischen Mächten auf jeden Fall vorne. Wir sind dadurch reich geworden und so weiter. Wir haben in Europa zusammen mit den Österreichern, muss man sagen, es geschafft, zumindest den Protestantismus so weit einzuhegen, dass er keine große Dominanz mehr ausübt. Wir haben Frankreich relativ in die Schranken gewiesen. Sie sind weitaus schwächer, als sie sein könnten. Insofern haben wir jetzt eine Lage erreicht, die jetzt erstmal sehr konsolidiert ist. Und insofern, und das hat man im Let's Play, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt, war dieser sozusagen Schwung dieser natürlichen Herausforderung erstmal vorbei. Und damit wir uns nicht so ein bisschen weiter so willkürlich fluktuierend immer verschiedenen Projekten widmen, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich will einen kleinen rollenspielerischen Aspekt reinbringen, aber nur in der Hinsicht, dass ich unsere Regenten, die wir ja besitzen, unsere Könige, ein bisschen aufwerten will. Denn ich will Folgendes einführen. Ich will, dass jeder König am Beginn seiner Amtszeit oder wie es auch gerade passt, es muss nicht mehr sofort sein, ein großes Projekt, ein großes Ziel ausruft, gewissermaßen eine Agenda hat. Also eine Sache, die besonders herausfordernd ist, die eben nicht Alltagsgeschäft ist, wie hier weiter kolonisieren, wie hier und da mal kleine Kriege führen und alles Mögliche zu machen, wie Technologie, Ausbau, das machen wir alles nebenbei. Aber große Ziele brauchen wir, denke ich jetzt, Ziele, die jetzt nicht mehr natürlicherweise da sind, sondern die wir uns geben müssen und die ich gerne mit einem König, mit dem jeweiligen König oder der Königin verknüpfen will. Und das bedeutet dann auch in der Konsequenz, dass wenn der König stirbt, dass dann der Nachfolger nicht einfach automatisch das Ziel auch aufnimmt und fortsetzt, sondern dass er ein anderes Ziel sich wählt, sodass es ein gewisser, wie soll ich sagen, eine gewisse Spannung, ein gewisser Druck da drin ist, dass ja ein König sozusagen in seiner Lebenszeit Dinge erreichen will. Ich werde das natürlich jetzt nicht irgendwie so ganz hardcore künstlich forcieren, dass wenn ein König stirbt und wir mitten in einem Krieg zum Beispiel sind, der Krieg irgendwie abgebrochen wird. Nein, nein. Also der Nachfolger wird natürlich sinnvolle Dinge noch irgendwie zu Ende bringen. Aber wenn Projekte eben nicht mal ansatzweise abgeschlossen sind oder vor dem Abschluss stehen, dann wird er sich anderen Dingen widmen. Genauso werde ich das auch nicht so hardcore pragmatisch oder nee, hardcore ideologisch sehen. Ich sag mal, wenn jetzt plötzlich ein Weltereignis auftritt, das unsere Reaktion erfordert, wo wir eingreifen müssen, dann werden wir natürlich von unserem aktuellen Ziel ablassen und uns dieser Sache widmen. Aber wir sollten eine innere Führung haben, eine innere Linie, ein Ziel entwickeln. Und da, und jetzt kommt ein nächster Punkt, da würde ich mich sehr über Vorschläge auch von euch freuen. Also das heißt, bitte bedenkt, das muss sich natürlich im Rahmen erstens unserer Hausregeln bewegen, die ihr erkennt, und zweitens auch so im Rahmen der ja unserer spanischen Geschichte. Also es sollte nicht etwas zu willkürlich Absurdes sein, zum Beispiel, keine Ahnung, die Eroberung von Irland oder so. Das hat einfach, ist bedeutungslos für Spanien. Also es sollte schon mit der sich inzwischen entwickelten spanischen Mentalität und Geschichte zu tun haben. Es kam schon ein paar interessante oder einen interessanten Vorschlag zum Beispiel, den man für so etwas verwenden könnte, wäre zu sagen, wir befreien das Heilige Land, indem wir es erstmal unseren eigenen Fittiche nehmen, aber dann vielleicht als eigene Nation, ich weiß gar nicht, ob das geht, als eigene Nation entlassen, geht vermutlich gar nicht, da gibt es keinen Anspruch, aber kann man sich überlegen, dass man es erstmal christianisiert und dann entlässt, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, ist wahrscheinlich nicht, ich sehe gerade hier,
Syrien. Gibt es hier als Nation? Ich glaube, die existiert auch nicht. Die könnte man als katholische Nation entlassen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber solche Gedanken, die so in unsere Philosophie, in unsere Geschichte passen und praktikabel sind. Oder der schon von mir entwickelte Gedanke, das Ziel zu haben, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu werden. So viel also zu dieser neuen Vorrede zu dieser neuen Idee als Vorrede. Und unsere Königin ist nun schon sehr alt, 60. Aber ich denke, wir sollten das gleich mal in die Tat umsetzen. Und sie will noch etwas beginnen, denn wir haben das ja schon ein bisschen entwickelt und sie will damit konkret werden. Sie will hier in Asien noch weitere Handelsstützpunkte erobern. Sie will die Handelsmacht in Spaniens in Asien verstärken. Nun hat uns unsere umfassende außenpolitische Lage einen ganz guten Einblick hier in die Situation vermittelt und auch Folgendes ergeben. Erstens, Barmanis, das wissen wir schon, das kriegen wir nicht einfach, da kriegen wir keinen Kriegsgrund, warum auch immer. Obwohl wir da einen Händler haben, kriegen wir keinen Handelsdisput, Kriegsgrund. Bengalen wäre möglich, aber Bengalen ist verbündet mit dem Mogulreich und sie sind beide zusammen übermächtig. Das werden wir nicht schaffen. Insofern scheidet das für uns aus. Aber es gibt ein neues Ziel, was sich derzeit gerade anbietet, nämlich das ist Ming. Ming ist gerade, ich habe das in der letzten Folge erläutert, im Krieg und zwar in einer schweren Defensive extrem geschwächt gegen Bengalen und das Mogulreich. Und hier gibt es einige interessante Handelsprovinzen, die in unserer Reichweite sind. Und zwar hier Guangzhou und Haiphong. Das sind insbesondere Guangzhou ist ein tolles Handelszentrum, ist auch das, ja, das Zentrum dieser ganzen Region und würde ganz gut in unsere Linie passen. Denn wir beginnen ja hier schon in den Philippinen zu expandieren und entsprechend läuft das über diesen Handelsweg und das würde sich sehr, sehr gut ergänzen. Wir würden also den China-Handel dann mit dominieren. Und das ist sozusagen das Ziel, was sie sich jetzt noch als ältere Dame auf die Fahnen geschrieben hat. So, und dazu kommen wir gleich. Ich denke, wir werden schon mal, das können wir eigentlich schon mal machen, wir werden schon mal knallhart alle Truppen, die wir hier eigentlich haben und die zur Sicherung von Pasai hier stehen, falls wieder ein Krieg droht, die werden wir schon mal einladen. Die riskieren jetzt was in das Transportschiff und die fahren dann schon mal hier hin. Und ich denke auch schon unsere große Flotte, die wir hier liegen haben, die hoffentlich ja vollständig repariert ist, auch die wird sich schon mal in diese chinesischen Gewässer begeben und mal gucken, was da so eigentlich zu erwarten ist. Das gleiche betrifft eigentlich unsere Handelsflotte auch, die wir dafür mal abziehen werden. Ich sollte vielleicht nochmal nachgucken, wie es eigentlich aussieht mit der Flottenanzahl von Ming. Schauen wir uns das mal an. Ming, 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 Ming. Oh ja. 29 Großschiffe, 28 Kleinschiffe und 29 Galeeren. Aber da müssten wir eigentlich mit unseren 45 Großschiffen klarkommen. Aber wir werden die sowieso auch zur Blockade brauchen. Insofern werden wir jetzt den Auftrag hier abbrechen und sie mal hier hinschicken und schon mal die Sache beginnen. Okay. Gut. Das sind die ersten Vorbereitungen. Jetzt ist noch einiges anderes zu tun. Erstmal ein paar administrative Dinge. Dazu kommen wir auch noch. Ich will einmal Inflation senken. Das ist dringend nötig. Dann werden wir... wir haben immer noch diese blöde Mission hier mit Polen. Das nervt ein bisschen. Da sollen wir 125 Beziehungen aufbauen. Das kriegen wir vermutlich nur hin, indem wir eine Staatsehe mal irgendwie machen. Weil ansonsten durch die Wettbewerber und die Weltherrschaftskonkurrenz wir nie auf 125 kommen. Wir werden nochmal versuchen, die Beziehung zu verbessern. Bis auf Maximum. Und dann werden wir vielleicht sogar eine Staatsehe machen. Wir haben genug diplomatische Beziehungsmöglichkeiten. Da ist das durchaus drin, zumal Polen ja als potenzieller Allianzpartner in Frage kommt. Dann habe ich gesehen, wir können hier in Pasai, genau, das hätte ich gleich mal machen können, da können wir auch noch das als Kernprovinz definieren. Das dauert 36 Monate. Wir müssten eigentlich auch noch missionieren, hier sowohl dort, glaube ich, und auch hier in Bhutan, aber das will ich jetzt nicht machen, weil das erhöht das Revoltenrisiko deutlich. Insofern lassen wir da mal nach.
Weil wir ja gerade dort Armeen wegziehen, ist das sowieso ein bisschen riskant. Dann mache ich noch was anderes. Ich will noch weiter die Zölle erhöhen. Ich will das hier richtig drauf anlegen. Ich denke hier, wo wir bei 25% Freiheitsbestreben sind und wo richtig viel Geld bei rumkommt, werden wir nochmal das hochsetzen. Und hier können wir das auch nochmal machen. Gut. Sehr schön, das wäre auch erledigt. Dann habe ich vor, ich habe gesehen, wir haben hier eine neue Landgrenze zu Charrua. Und übrigens, die Portugiesen sind hier auch schon aktiv geworden. Ja, sie sind auch hier, haben sie hier diesen Küstenstreifen sich geholt. Also müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, wir werden uns Charrua schnappen. Die haben keinen Verbündeten. Ach, wir haben keinen Diplomaten mehr. Alles klar, das müssen wir dann mal ein bisschen abwarten. Gut. 60 Tage. Okay, hätte ich vielleicht zuerst machen sollen. Naja. So, dann merke ich mir das. Und wir werden jetzt aus dem Mutterland eine weitere Armee nach China schicken, weil mit 20.000 Mann, glaube ich, genügt das Ganze nicht. Deswegen werden wir eine neue Einheit erstellen. Und zwar, wir nehmen mal rein, ich will 30.000 Mann, wir nehmen mal 17.000 Fußsoldaten, alle 3.000 und 10.000 Kanonen nehmen wir mit. Okay. Und die werden wir hier einschiffen. So, und dann will ich aber erstmal mit dem Geld, was wir jetzt immer wieder bekommen und zur Verfügung haben, will ich erstmal unsere Flotte hier wieder auf Vordermann bringen. Wir haben hier nur 25 Großschiffe, also das muss mehr werden. Also ich denke, 50 sollten wir mindestens erstmal haben. Deswegen werden wir hier bauen, und zwar 5 Großschiffe hier oben und 10 hier auf der Seite. Ja, das kostet uns auch fast 500, aber wir haben noch 1000. Und, nee, wir bleiben gleich mal hier. Und ich will noch Armeen ausheben. Und ich habe hier mal so eine 13.000er Vorlage gemacht. Die können bitte hier entstehen. Okay, also niedriger will ich jetzt die Rekrutenreserve nicht halten. Und von dem übrig gebliebenen Geld werde ich noch ein bisschen Armeegebäude bauen. Denn wir haben ja gesehen, unser großes Problem ist die Manpower. Insofern werden wir mal gucken, dass wir jetzt wirklich überall die Basis Gebäude haben. Also hier können wir noch ein bisschen was bauen, hier auf den Inseln. Wobei, das bringt nur plus 8. Ach, ist auch egal. Machen wir trotzdem. Das bringt plus 0. Ja, logisch. Das sind Überseeprovinzen, die bringen keine Manpower. So, dann gucken wir mal den Übungsplatz. Oh ja, hier ist ein bisschen was möglich. Geld ist genug da, Militärpunkte auch. Dann ziehen wir das jetzt hier weiter durch. Wobei, ein bisschen Puffer sollten wir uns auch noch bewahren. Also weiter will ich jetzt auch nicht runtergehen. Aber da werden wir dann sukzessive weitermachen. Okay, und dann ist natürlich noch die große Frage, was machen wir in Europa bündnismäßig? Derzeit sind wir ja nur mit Frankreich verbündet, aber ich denke, wir werden hier die, also unsere gute Maria Theresa, die will sich eben jetzt auf Ming konzentrieren und will derzeit in keinem Konflikt in Europa, wenn es nicht absolut sein muss, verwickelt werden. Deswegen wird sie vermutlich, wenn es so weiterläuft, wenn in 2 Jahren hier der Waffenstillstand von Frankreich ausläuft, wird sie das Bündnis mit Frankreich vorher lösen und dann ohne Bündnis hier in Europa existieren, weil sie glaubt nicht, dass irgendjemand Spanien angreifen wird. Frankreich ist, glaube ich, als Gefahr erstmal nicht so hoch einzuschätzen, zumal sie keine anderen Bündnispartner haben. Und insofern ist das das Sicherste, um dort Ruhe zu haben. Okay, jetzt aber gehen wir mal zurück. Brunei sieht uns nicht länger als Rivalen an. Okay, interessant. Brunei ist auch nicht mehr länger gültiger Rivale. Das passt uns eigentlich ganz gut in den Kram. Weil ich würde gerne jetzt natürlich Ming aufnehmen. Mal gucken, ob das geht. Nein, geht nicht. Das ist ja ärgerlich. Können wir nur Marokko, Portugal oder Frankreich? Ja, dann machen wir wieder Marokko. Wobei, machen wir es erstmal. Auf Ming können wir später vielleicht noch
das umändern. Und ich denke, wir sollten dann... Oh ja, das Handelsembargo sollten wir dann auch abblasen. Aber jetzt fehlt mir schon wieder der Diplomat. Und Mailand möchte jetzt ein Bündnis mit uns haben. Ah. Gibt es irgendeine Gefahr, dass Mailand in den Krieg zieht? Sie könnten gegen Frankreich in den Krieg ziehen. Da haben sie einen Anspruch. Und ansonsten drumherum, Frankreich hat einen Anspruch auf Mailand. Aber Mailand ist in einem extrem starken Bündnis mit Polen. Also das Einzige, was passieren könnte, dass sie einen Angriffskrieg gegen Frankreich unternehmen. Gehen wir dieses Bündnis ein. Jetzt habe ich gerade das Gegenteil behauptet, dass wir ohne Bündnis leben wollen. Ja, dann ziehe ich das jetzt auch mal so durch. Bleiben wir mal konsequent. Wir gehen jetzt erstmal nicht das Bündnis ein. Und schauen vor allem erstmal hier, was die Freunde aus Ming hier so zu bieten haben. So, Bonai gestattet uns erstmal wieder den Handel. Aber wir haben noch keinen Diplomaten frei. Vielleicht sollte ich hier mal irgendwo einen abziehen. Ziehen wir mal hier einen ab. Im Moment brauchen wir offenbar ein paar mehr Diplomaten. So, hier sind 26.000 Bengalen. Ich glaube, Ming-Soldaten gibt es kaum noch. Insofern können wir eigentlich, wenn unsere... Ja, wir haben wieder Freibeuter dort. Wenn unsere Transportflotte angekommen ist... Ach so, Stichwort Transportflotte. Wir wollten ja hier die 30.000 Mann auch losschicken. Das machen wir dann auch. Erstmal auf Zwischenstation, denke ich mal, hier oben. In Tondo vielleicht. Ja, und wenn aber unsere andere Transportflotte da ist, die wir auch noch gar nicht losgeschickt haben. Doch, wir haben sie losgeschickt. Wo ist sie denn? Da ist sie. Dann können wir eigentlich schon in 2 Wochen den Krieg erklären. So wie es aussieht. Und dann ist natürlich die große Frage, wo ist die Flotte von Ming? Das ist dann die entscheidende Frage. Wir sollten dann nicht sehr weit auseinander gehen, hier an der Küste hoch. Man weiß es nicht. Das ist ja ein Riesenland, eine Riesenküste. Okay, der Diplomat wäre bereit. Und ich denke, wir sind dann auch bereit. Und wir können Gott sei Dank Überlegenheit demonstrieren. Verbündete sind nicht dabei. Und sie haben Gott sei Dank auch keine Verbündeten. Insofern tun wir das jetzt. Wow. Okay. Und es kommt auch gleich zur Schlacht. Gut, dass wir darauf geachtet haben. Naja, 4000. Kein Problem. Wir haben Ming den Krieg erklärt und unsere ganzen Verbündeten, vor allem die kolonialen Nationen, sind natürlich auch wieder dabei. So, das ist, glaube ich, kein Ding, was ihr hier treibt. Und hier werden wir die 20.000 Mann jetzt an Land bringen und gleich mal unser erstes Kriegsziel belagern, nämlich Guangzhou. So, okay. Was haben die denn konkret zu bieten? Hätte ich vielleicht mal vorher gucken können. Oh Gott, so gut wie gar nichts. Die sind wirklich voll am Ende. Jetzt müssen wir nur einfach den entsprechenden Kriegsstand erreichen. Dann sollte das relativ unproblematisch zu machen sein. So, und wir haben eine selbsterhaltene Kolonie. Sehr gut. Und ein Kriegsgrund gegen Marokko. Und wir machen hier direkt weiter. Und wir haben hier jetzt auch eine hübsche Grenze. Sehr schön, dann machen wir folgendermaßen weiter. Wir werden dann hier erstmal kolonisieren. Und als nächstes, wenn wir Diplomaten haben, werden wir hier den Krieg erklären, den Irokesen. Wir gucken mal, sind die noch verbündet? Die sind noch verbündet mit den Mohikanern. Aber nur eine Provinz haben die. Ich denke mal, das werdet ihr hinkriegen mit 29.000. Hoffe ich zumindest. So, die Österreicher wollen Militärzugang. Warum? Haben die einen Krieg am Laufen, von dem ich nichts weiß? Haben sie nicht. Dann werden wir das... Sind sie... Wie sind... Na... Noch sind sie freundlich. Ach, eigentlich im Sinne des ganzen Kräftegleichgewichts werden wir mal freundlich auch sein. Auch wenn wir kürzlich im Krieg waren, aber das ist ja hier sehr... Ein ewiges Hin und Her. Okay, was haben wir hier noch? Bretagne hat Malakka als Rivalen bestimmt.
Brunei hat Großbritannien als Rivalen gestimmt. Auch interessant. Okay. So, liebe Freunde, damit haben wir jetzt den ersten Aufschlag wieder gemacht für die neue Staffel und auch für die neue Richtung, die dieses Let's Play nehmen soll. Ja, mal sehen, ob das Ganze entsprechend nochmal an, ja, wie soll ich sagen, Dynamik gewinnen kann, weil eigentlich ist es ja nicht so, dass wir überlegen sind. Zwei Großmächte können uns locker fertig machen. Wir sind natürlich sehr, sehr reich, das ist klar. Aber wir kriegen richtig einen auf die Mütze. Wir sind also nicht, das Amerika, wie es im 20. Jahrhundert ist. Wir sind noch deutlich von einer hegemonialen Macht hier in Europa entfernt. Logisch. Und auch in der Welt sowieso. Also, es gäbe schon einiges zu tun. Es gibt noch so ein paar Sachen, die ich gerne mal erleben würde. Und wenn man so 200 Jahre Geschichte hinter sich hat, das gibt man auch nicht so schnell auf. Naja, wir werden sehen. Wenn es wirklich langweilig wird, dann mache ich aber Schluss. Aber derzeit, wie gesagt, verfolgen wir nochmal diese spezielle Idee. Mal gucken, wie das wird. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.